Weit hebt sich das äthiopische Hochland in den Himmel über dem Äquator. Seltene Tiere, die nur hier leben, in der einstigen Wiege der Menschheit. Die rauen Hochebenen im Osten Afrikas sind auch die Heimat von Wölfen. Vor Jahrtausenden haben sie sich hierher zurückgezogen. Dies ist die Geschichte einer jungen Wölfin und ihres Rudels. Es sind Hochlandwölfe. Und die gibt es nur hier, auf dem Dach Afrikas. Bis auf 3000 Meter Höhe umrahmen Urwälder die Flanken des äthiopischen Hochlands. Zur Regenzeit flutet Nebel die Baumkronen. Die Luft ist gesättigt mit Wasserdampf. Verwandte unserer Heidekräuter wachsen hier Meter hoch. Dieser Wald bewahrt seine Geheimnisse. Weite Teile sind bis heute unerforscht. Immer wieder werden am Rand des Hochlands neue Arten entdeckt. Erst seit kurzem ist bekannt, dass es hier Löwen gibt. Wie sie leben, ist ein Rätsel. Wo der Nebel endet, beginnt das offene Hochland. Auf 4000 Meter Höhe erstreckt sich ein eisiges Plateau. Raureif so nah am Äquator gibt es nur im äthiopischen Hochland. Bis auf minus 10 Grad fallen die Temperaturen in der Nacht. Ein Afrika, wie es kaum einer kennt. Warm eingerollt gegen die Kälte der Nacht liegt eine junge Wölfin im Gras. Nennen wir sie Megeti. Leises Bellen im Nachbartal hat sie geweckt. Doch erst einmal müssen die Minusgrade der vergangenen Stunden aus den Knochen. Seit Wochen streift sie allein über die Hochebene. Das Kläffen lockt sie an. Megeti hat ihr Rudel verloren und sucht neuen Anschluss. Sie muss vorsichtig sein. In fremden Revieren hat sie eigentlich nichts zu suchen. Das morgendliche Begrüßungsritual nimmt alle in Anspruch. Wie ihre europäischen Verwandten leben äthiopische Wölfe in Gruppen bis zu 20 Tieren. Die Freude ist groß, wenn sie sich nach der kalten Nacht wiedersehen. An windstillen Tagen wie diesem tut die wärmende Morgensonne besonders gut. Nur die Mitglieder des Familienclans dürfen an dem Ritual teilnehmen. Es festigt den Zusammenhalt und bekräftigt die Rangordnung. Einen fremden Wolf würden sie nicht akzeptieren. Dann endlich macht sich das Rudel auf zur Patrouille durch sein Revier.
Die Tiere kontrollieren die Grenzen eines bis zu 13 Quadratkilometer großen Areals und sichern sich so die besten Jagdgebiete. Das ranghöchste Weibchen des Rudels bleibt zurück. Und seine 3 Wochen alten Welpen. Die Kleinen haben die Nacht allein im Bau verbracht. Noch sind sie vollständig auf die Milch angewiesen. Bis die anderen von der Jagd zurückkehren, wird die Mutter nicht von ihrer Seite weichen. Mitten im äthiopischen Hochland verläuft ein gewaltiger Riss durch Afrika. Spannungen in der Erdkruste lassen das Land um 2 Zentimeter pro Jahr auseinanderdriften. Gerade diese Bruchzone war wohl die Wiege der Menschheit und ist die Heimat vieler seltener Tierarten. Ihr dichtes Fell schützt die Geladas vor kalten Hochlandnächten. Die Schlafplätze der seltenen Primaten liegen in den steilen Felswänden. Dort finden sie Schutz vor Leoparden und anderen Jägern. Nach und nach folgt die Gruppe dem Leittier zu einem Platz in der Sonne. Noch klamm von der nächtlichen Kälte fällt das Aufwachen schwer. Inzwischen sind alle Geladas auf dem Plateau eingetroffen. Wie so oft sind es die Kleinsten, die nicht länger stillsitzen können. Geladas sind nicht wasserscheu. Mehrere Monate im Jahr regnet es hier oben fast täglich. Nach der Morgentoilette lausen sich die Affen. Die Fellpflege ist dabei eher zweitrangig. Ähnlich der Begrüßung bei den Wölfen stärkt der Körperkontakt den Zusammenhalt. Und so wird jeder gelaust, der gerade in Reichweite ist. Geladas sind die Nachfahren einer ganzen Primatengattung, die einst in weiten Teilen Afrikas und Asiens verbreitet war. Heute leben sie nur noch in der Bergwelt Äthiopiens. Die Vielfalt der Lebensräume des Hochlands machte die Entstehung neuer Arten möglich. Bis heute formen die Urkräfte der Erdkruste das Dach Afrikas. Auf der Hochebene setzen die Wölfe Duftmarken ab. Das Plateau wird von unsichtbaren Linien durchzogen, den Reviergrenzen. Die Wölfe einer Region respektieren sie und erneuern sie regelmäßig. Ist alles ruhig, trennt sich das Rudel und jeder Wolf geht für den Rest des Tages eigene Wege. Auch Megiti streift an der Reviergrenze umher. Duftspuren verraten der sensiblen Wolfsnase mehr über das Rudel, in dessen Umfeld sie sich seit Tagen aufhält.
An den Beuteresten ist nichts Fressbares mehr zu finden. Doch das Wälzen im Kadaver bereitet der jungen Wölfin, wie allen Hundeverwandten, Wohlbefinden. Warum sie das tun, ist nicht bekannt. Megeti ahnt nicht, was sich auf der anderen Seite des Hügels abspielt. Dort sind die Welpen der Leitwölfin in ihr Spiel vertieft. Auch sie rechnet nicht mit dem fremden Wolf in ihrer Nähe. Die Kleinen entdecken Megeti als Erste und reagieren sofort. Ihre Mutter hat ebenfalls Witterung aufgenommen. Ihre Warnrufe signalisieren den Welpen unmissverständlich: ab in den Bau. Das Weibchen zögert nicht und läuft dem Eindringling entgegen. Lautstark ruft die Wölfin nach den anderen Rudelmitgliedern. Sie hält Abstand zu Megeti und warnt pausenlos, damit die Welpen im Versteck bleiben. Dabei sucht Megeti nur Kontakt. Schließlich geht die Mutter zum Angriff über. Und drängt die junge Wölfin zurück in Richtung Reviergrenze. Megeti wagt einen letzten Versuch. Ohne den Schutz eines Rudels ist das Überleben im Hochland schwer. Dieses Mal aber bleibt ihr die Mutter auf den Fersen, bis sie aus dem Revier vertrieben ist. Die Canyons des Hochlands wirken wie Kaminschlote. Erwärmt die Sonne im Laufe des Tages die Luft, entstehen starke Aufwinde. Beste Bedingungen für die Flugspiele der Erzraben. Sie sind die größten Singvögel der Welt. Elegant zeigen sie, dass sie die Herrscher des Luftraums über dem Dach Afrikas sind. Im Quellplateau des Hochlands entspringen unzählige Flüsse. Auch der Blaue Nil hat hier seinen Ursprung. Er versorgt Millionen Menschen am Horn von Afrika mit Trinkwasser. In diese Wasserwelt am Rande des Wolfsreviers hat es Megeti verschlagen. Äthiopische Wölfe meiden Sümpfe für gewöhnlich. Auch jagen sie hier normalerweise nicht. Doch Megeti bleibt keine Wahl. Alle anderen Reviere in der Umgebung sind besetzt. Die Blauflügelgänse haben Nachwuchs. Und der ist einen Jagdversuch wert. Die Wölfin geht allerdings etwas zu zaghaft zur Sache. Die Gänseeltern lenken die Aufmerksamkeit auf sich, während ihre Küken abtauchen. Ins tiefere Wasser wagt sich Megeti nicht. Sie muss mit leerem Magen weiterziehen. Vielleicht hat sie auf der anderen Seite des Sumpfes mehr Jagderfolg.
Aber auch das Gebiet jenseits der Quellen ist bereits besetzt. Äthiopien ist eines der am dichtesten besiedelten Länder Afrikas. Nomadische Viehzüchter dringen ins geschützte Hochland vor. Knapp 100 Millionen Menschen leben auf einer Fläche rund dreimal so groß wie Deutschland. Trotz des rauen Klimas sind die Weiden für Viehhaltung gut geeignet. Wo Menschen leben, gibt es immer etwas zu holen. Umringt von Vieh, pirscht sich die ausgehungerte Wölfin immer näher an ihre Beute heran. Äthiopische Wölfe sind Nahrungsspezialisten. Sie jagen fast ausschließlich Nagetiere. Die Rinder heben nicht einmal ihre Köpfe. Die junge Wölfin sucht die Nähe der harmlosen Grasfresser, um noch dichter an ihre Beute heranzukommen. Hat sie ihr Opfer anvisiert, nutzt sie ihr feines Gehör, um ihm auf der Spur zu bleiben. Nachgraben sorgt für Panik und treibt den Nager zum Ausgang. Dort braucht sie ihn nur noch in Empfang zu nehmen. Die Grasratte ist nur eine kleine Portion, die nicht lange vorhalten wird. Nicht weit entfernt stehen die Chancen auf Erfolg besser. In der Nachbarschaft öffnet sich eine weite Senke. Die tiefen Furchen im Boden stammen von einer zoologischen Rarität. Der Riesenmaulwurfsratte. Ihr Name ist Programm. Die Nager bringen 1 Kilo auf die Waage. Das Leben der Maulwurfsratten ist ein einziger Tauchgang durchs Erdreich. Kaum verschwunden, wird schon am Hinterausgang gewühlt. Mit der Grazie eines Schaufelbaggers graben sie sich durch das Hochland. War da was? Nur wieder der Nachbar. Maulwurfsratten mögen es gesellig. Doch niemand weiß so recht, was bei ihnen unter Tage passiert. Maulwurfsratten gibt es nur im äthiopischen Hochland. Sie fressen alles Grüne, was sie erreichen können. Wenn die Luft rein ist, riskieren sie auch schon mal ein paar schnelle Bissen außerhalb der Höhle. Die Riesennager haben einen erstaunlichen Verbündeten. Den Almenschmetzer. Wo immer eine Ratte gräbt, ist der Vogel zur Stelle. Die Nager haben gelernt, dass Schmetzer verlässliche Wachposten sind. Mit einem auf dem Ausguck lässt es sich gefahrlos umgraben. Genau das will der Schmetzer. Die in der Erde verborgenen Käferlarven könnte er ohne die Ratten nie erreichen.
zwei, drei von diesen Proteinpaketen und der Magen ist für den Rest des Tages gefüllt. Die rastlosen Erdarbeiten der Maulwurfsratten locken weitere Besucher an. Auch sie gibt es nur im Hochland von Äthiopien. Klunker-Ibisse. Wo Riesenratten gärtnern, kommen sie in Scharen, um im lockeren Boden Larven und Würmer aufzuspüren. Nur etwa eine Stunde pro Tag wühlen die Maulwurfsratten an der Oberfläche. Diese Stunde reicht, um nicht nur selbst zu fressen, sondern auch um zahlreiche gefiederte Gäste mit durchzufüttern. Das Wolfsrudel kehrt regelmäßig zur Wurfhöhle auf dem Hügel zurück. Von hier oben lässt sich die Ebene gut überblicken. Megeti ahnt nicht, dass sie entdeckt worden ist. Doch irgendwas scheint heute anders zu sein. Die junge Wölfin ist unschlüssig. Die anderen Wölfe kommen immer näher. Sie wartet ab. Auge in Auge stehen sie sich gegenüber. Doch der Rudelführer greift nicht an. Megeti entschließt sich, den ersten Schritt zu tun. Der Bann ist gebrochen. Wie selbstverständlich begrüßen auch die anderen die junge Wölfin. Megetis Geduld hat sich ausgezahlt. Das Wolfsrudel nimmt sie auf. Von nun an gehen sie gemeinsam auf Patrouille. Vor ihnen liegt die weite Ebene mit den reichen Jagdgründen des Rudels. Megetis Eifer ist groß. Zu groß. Die Maulwurfsratte ist gewarnt. Nebenan hat eine andere alles kahl gefressen und arbeitet sich zu neuen Grünflächen vor. Sie könnte eine leichte Beute sein. Doch der Bau hat mehrere Ausgänge. Eine Maulwurfsrattenjagd erfordert planvolles Vorgehen. Gleich der erste Versuch muss gelingen. Eine zweite Chance gibt es nicht.
Wie eine Katze nähert sich die Wölfin bis auf Sprungentfernung. Die Nager registrieren selbst geringste Erschütterungen des Bodens. Je näher das Ziel, desto kleiner macht sich die Jägerin. Noch ist die Ratte ahnungslos, wird aber keine Sekunde aus den Augen gelassen. Blickt sie auf, heißt es sofort erstarren. Maulwurfsratten sind kurzsichtig. In der Distanz nehmen sie nur Schatten wahr und Bewegungen. Die Ratte verkeilt sich im Höhleneingang und wehrt sich heftig. Megetis Beharrlichkeit zahlt sich aus. Doch um satt zu werden, braucht sie 3 Fänge pro Tag. Im Ökosystem des äthiopischen Hochlands spielen Riesenmaulwurfsratten eine Schlüsselrolle. Ohne sie würden die Wölfe hier nicht überleben. Afrika direkt unter dem Himmel. Nur selten schaffen es die Wolken, auch das Hochland einzunehmen. Knapp darunter, in der Brandungszone der Wolkenmeere, wachsen einzigartige Nebelwälder. Einen Steinwurf nur entfernt von den Plateaus und doch eine völlig andere Welt. Über die Bale-Grünmeerkatze ist wenig bekannt. Sie lebt nur hier, in diesen Wäldern. Die Affen sind Bambus-Spezialisten und kommen selten auf den Boden. Die Meerkatze wird genau beobachtet. Niemand weiß, was den König der Savanne einst in diese Wälder verschlagen hat. Dschungellöwen sind noch nie zuvor gefilmt worden. Ob sie tatsächlich Meerkatzen erbeuten? Informationen zum Jagdverhalten und der Lebensweise der sonst so gut erforschten Löwen fehlen für diesen Lebensraum komplett. Ob Dschungellöwen oder Bambusaffen, Jahr für Jahr gibt der Wald neue Geheimnisse preis. Im Norden Äthiopiens bedecken mannshohe Erika-Bäume die Hochebenen. Die lichte Vegetation lässt viel Raum für ausgedehnte Wiesen, den Weiden der Geladas. Mit ihren kurzen, kräftigen Fingern reißen sie die Grasnarbe auf und picken Samen aus dem Boden. Geladas sind die einzigen Primaten der Welt, die sich ausschließlich von Gras ernähren. Richtiges Rupfen will gelernt sein. Und das Üben wird schnell langweilig. Und da beschäftigt sich der wenige Tage alte Nachwuchs lieber mit sich selbst.
Die dünnen Halme liefern nur wenige Kalorien. Dementsprechend lange müssen die Geladas fressen. Bis zu 10 Stunden am Tag. Kurz vor Sonnenuntergang zieht es die Affen zurück zu den Klippen. Während die Erwachsenen die letzten warmen Sonnenstrahlen des Tages genießen, zeigt der Nachwuchs noch kein Interesse, schlafen zu gehen. Die Sonne schließlich an Kraft verliert, klettern die Geladas die Felsen hinab und suchen sich einen sicheren Schlafplatz. Eng aneinander gekuschelt lässt sich die kalte Nacht im Hochland besser ertragen. Langsam gewinnt die Sonne an Intensität und erwärmt den gefrorenen Boden. Für Megeti sind die einsamen Nächte Vergangenheit. Jetzt muss sie ihren Platz im Rudel finden. Wie üblich sind die Kleinen zuerst wach und vertreiben sich die Zeit mit Kletterübungen. Nicht lange und der Hunger treibt sie zurück zu ihrer Mutter. Die Welpen haben inzwischen Vertrauen zu Megeti gefasst. Auch wenn es hier nichts zu holen gibt, sie erduldet die spitzen Zähne des Kleinen. Nach dem Morgenritual ziehen die ersten Wölfe hinab in die Ebene. Zurück bleiben die Welpen. Sie lecken den Raureif von den Blütenpolstern. Solange sie noch gesäugt werden, brauchen sie kein Wasser. Dennoch, die kühlen Tropfen auf den Blättern sind faszinierend. Zu ihrem Schutz bleibt Megeti heute dicht an ihrer Seite. Das junge Weibchen sorgt sich wie selbstverständlich um das Wohl der Welpen. Und die lassen keinen Unsinn aus, den Tierkinder in diesem Alter anstellen. Bei Wölfen kümmern sich nicht selten rangniedere Weibchen um die Jungen, während das Rudel auf die Jagd geht. Noch nie hat der Welpe eine Maulwurfsratte gesehen. Doch trainiert er die Jagd schon wie ein Großer. Auch die wichtigste Lektion der Hochlandwölfe hat er bereits im Blut. Was du einmal gepackt hast, lass nie wieder los. Und wenn es sein muss, kämpfe darum und hol es dir zurück.
Megeti weiß intuitiv, was zu tun ist. Sie übt mit den Kleinen, als ob sie ihr Leben lang nichts anderes getan hätte. Der Trainingseffekt ist wechselseitig. Durch das gemeinsame Spiel wird Megeti immer routinierter im Umgang mit den wilden Welpen. Irgendwann, vielleicht ja bald, wird sie diese Erfahrungen auch für die Aufzucht ihrer eigenen Jungen nutzen können. Im Hochland von Äthiopien leben Viehzüchter und Bauern heute kaum anders als vor Jahrhunderten. Die Herden bestimmen den Tagesablauf der Nomaden auf dem Plateau. Hunde begleiten die kleinen Zebu-Rinder in die Weidegebiete und beschützen sie vor Leoparden. Es sind viele Hunde. Die Suche nach Fressbarem treibt sie immer häufiger in die Reviere der Wölfe. Megeti warnt die Leitwölfin. Der Hund durchstreift fast täglich ihr Revier. Doch so nah am Bau ist er eine Bedrohung für die Welpen. Gemeinsam stellen sie sich dem Streuner entgegen. Dem Mut Megetis ist es zu verdanken, dass der Hund die Flucht ergreift. Doch Megeti geht noch weiter. Wieder und wieder wälzt sie sich im Kot des Hundes. Ein Ritual, das Folgen haben wird. Im Revier des Rudels sind die Welpen inzwischen zu stattlichen Jungwölfen herangewachsen. Längst ist ihnen die Wurfhöhle zu klein geworden. Sie sind kaum mehr unter Kontrolle zu halten. Immer weiter wagen sie sich in die Ebene hinaus. Schon bald werden sie das Rudel auf seinen Patrouillen begleiten. Nur Megeti nimmt heute nicht teil am Kräftemessen der Jungwölfe. Sie ist unruhig und zögernd. Irgendetwas treibt sie fort. Weg vom Rudel. Sie geht auf Jagd, weit hinaus in die Ebenen des Hochplateaus. Die junge Maulwurfsratte ist unaufmerksam, eigentlich eine sichere Beute. Doch Megeti rutscht weg, im entscheidenden Moment, und die Ratte entkommt in ihr Labyrinth. So geht das nun schon seit einigen Tagen. Die Wölfin kann ihre Bewegungen nicht mehr koordinieren. Die Muskeln zucken im Sekundentakt und ihr sonst schwebender Gang wird zittrig. Es ist, als ob eine fremde Macht Besitz von ihrem Körper ergreift. Ein neuer Versuch. Diesmal sitzt die Ratte auf Sprungweite vor ihr. Wieder zu spät.
Die Beine gehorchen nicht mehr. Die Wölfin ist schwer krank. Obwohl von Beutetieren umringt, kann Megeti ihren Hunger nicht stillen. Mit den Menschen kam eine heimtückische Seuche ins Hochland, die Hundestaupe. Äthiopische Wölfe sind ihr hilflos ausgeliefert. Staupe machte Megeti einst zur Waise. Das Virus hatte ihr Rudel ausgelöscht. Wie durch ein Wunder überlebte sie damals. Doch nun ringt die Krankheit auch sie nieder. Angesteckt hat sie sich wahrscheinlich, als sie sich im Hundekot wälzte. Mit den Menschen, ihren Viehherden und Hunden hält der Tod nun auch im Tal von Megetis neuem Rudel Einzug. Megeti hatte keine Feinde. Niemand schoss ihre Beutetiere oder zerstörte ihren Lebensraum. Dennoch hat sie nicht überlebt. Die Wölfe Äthiopiens haben sich einst in das Land über den Wolken zurückgezogen. Nun ist die Realität auch hier angekommen. Nicht einmal mehr als 500 ziehen noch über die Hochebenen am Horn von Afrika. Überleben ist für diese Wölfe keine Garantie mehr. Niemand weiß, ob auch sie sich eines Tages mit der Staupe anstecken. Die Zukunft der äthiopischen Wölfe hängt am seidenen Faden. Die fantastische Tierwelt des Hochlands würde ohne sie ein Stück ärmer sein.